Willkommen zum Videotutorial Fotogrammetrie, Geschichte und Prozesse. In den folgenden beiden Videotutorials Geschichte und Prozesse sowie Fotogrammetrie, Anwendungen der Kunstvermittlung und praktische Umsetzung möchten wir Ihnen das Konzept der Visualisierungsmethode, gängige Verfahren und ihre Einsatzmöglichkeiten in der Kunstvermittlung vorstellen. Fotogrammetrie ist ein berührungsloses Mess- und Auswertungsverfahren, das auf Grundlage von Fotografien die exakte dreidimensionale geometrische Darstellung von Objekten ermöglicht. Diese Videotutorials sind im Rahmen des Projekts Art 4.0 Digitale Kunstgeschichte am Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf entstanden und in Kooperation mit dem Projekt Digital for Humanities der Friedrich-Schiller-Universität Jena umgesetzt worden. In diesem ersten Video besprechen wir folgende Themenbereiche: Definition und Historie der Fotogrammetrie. Welche Einsatzmöglichkeiten bietet sie? Was ist der Prozess von einer Ansammlung von Fotos bis hin zum 3D-Modell? Final reflektieren wir kritisch, welchen Herausforderungen Fotogrammetrie im Kontext der digitalen Kunstgeschichte gegenübersteht. Im zweiten Video, Fotogrammetrie, Anwendungen der Kunstvermittlung und der praktischen Umsetzung, werden zunächst Best-Practice-Beispiele aus der musealen Kunstvermittlung vorgestellt und dann anhand der Software Meshroom Schritt für Schritt erklärt, wie Sie selbst ein 3D-Modell erstellen können. Wir wünschen viel Freude mit den Videos. Einführung in die Fotogrammetrie. Mithilfe von Fotogrammetrie können einzelne Objekte dreidimensional wiedergegeben werden. Im Fokus steht bei der digitalen 3D-Modellierung das Konzipieren einer virtuellen Rundum-Nachbildung eines Objekts. 3D bezeichnet dabei ein Modell, das in den Dimensionen Höhe, Länge und Breite skaliert ist. Mittlerweile gilt sie als etablierte Methode der digitalen Kunstgeschichte zur Visualisierung von Objekten und Räumlichkeiten. Die Geschichte der Fotogrammetrie. Ursprünglich stammt die Methode der Fotogrammetrie aus der Geoinformatik. Dort wurde sie als Vermessungstechnik zur Datenerfassung und Veranschaulichung genutzt. Erstmals ist die frühe fotogrammetrische Vermessung in den 1840er Jahren in der Dokumentation von Baudenkmälern angewendet worden. In Deutschland gilt Albrecht Meldenbauer als Pionier dieses Verfahrens. Diese Idee der Visualisierung wird seit den 1960er Jahren ergänzt durch das CAD, Computer Aided Design, das innerhalb der Ingenieurswissenschaften und des Bauwesens entwickelt wurde und es möglich macht, dreidimensionale Strukturen und Modelle am Computer nachzubilden oder komplett neu zu kreieren. Zu Beginn ließen sich dabei nur zweidimensionale Modelle entwickeln, später jedoch auch dreidimensionale Modelle. Seit den 1990er Jahren werden 3D-Rekonstruktionen in den Geisteswissenschaften genutzt, um vergangenes, nicht mehr existentes, aber auch um noch existierende Objekte statt zweidimensional, dreidimensional sichtbar zu machen. Das kann zum Beispiel durch eine semiautomatische Modellierung via Laserscan geschehen oder aber fotogrammetrisch, also auf den Aufnahmen mehrerer Fotografien basierend, wie in unserem Fall hier. Zur 3D-Modellierung von Objekten ist die Fotogrammetrie heute ein wichtiger Bestandteil der digitalen Geisteswissenschaften, die auch Digital Humanities genannt werden. Unter anderem für die Archäologie oder Denkmalpflege ist sie ein wichtiges Tool zur Dokumentation. Zu betonen ist dabei die ortsunabhängige Zurverfügungstellung, zum Beispiel auf Webseiten, die gleichzeitig eine vervielfachte Ansicht bietet. Dies ist der große Vorteil gegenüber der reinen Dokumentation mit 2D-Methoden wie Fotografien, da das Objekt in einer 360-Grad-Perspektive betrachtet werden kann. Dabei kann auch ein ganzer virtueller Raum modelliert und räumliche Zusammenhänge kontextualisiert werden. Somit dient Fotogrammetrie als Wissensträger, Forschungswerkzeug und in unserem Fall Kunstvermittlungstool. Es ergeben sich in der Praxis verschiedene Anwendungsmöglichkeiten. Innerhalb der digitalen Kunstgeschichte und im Umgang mit Kunstwerken bietet sich die Methode unter anderem zum Monitoring bei Leihgaben an, um Ist-Zustände und eventuelle Beschädigungen nachvollziehen zu können. Entsprechend ist die Fotogrammetrie auch eine Hilfe bei der Restaurierung von Werken und dient allgemein archivarischen Dokumentationszwecken. In der Forschung erleichtert die Arbeit mit 3D-Modellen die Prüfung von Hypothesen, wenn kein Zugriff auf das Original besteht. In der Kunstvermittlung lassen sich 3D-Modelle einsetzen für das Erstellen von Online-Sammlungen, welche das Informationsangebot von Institutionen ausweiten und den öffentlichen Zugang zu Museumsbeständen demokratisieren,
um digital wie analog, also im physischen Ausstellungsraum, Zusatzinformationen anzubieten, hier zum Beispiel durch hochauflösende Nahansichten oder Rückseitenansichten. Oder Sie ergänzen das bestehende Vermittlungsprogramm durch die Einbindung in Virtual Reality Installationen oder Augmented Reality Situationen im physischen Ausstellungsraum. Durch eine Einbindung in Gamification Tools, also der interaktiven Umgebung innerhalb eines Spiels, werden die Angebote BenutzerInnen freundlich aufbereitet. Prinzipiell muss man beim Sprechen über digitale 3D-Modelle zwei Typen unterscheiden: die 3D-Retro-Digitalisierung und die historische Rekonstruktion. Wir müssen unterscheiden zwischen der Rekonstruktion nicht mehr existenter oder gar fiktiver Objekte und der Digitalisierung noch existenter Objekte. Historische Rekonstruktionen sind hypothetische dreidimensionale digitale Nachbildungen eines nicht mehr existenten Bau- oder Kunstwerks basierend auf historischen Quellen. Die 3D-Retro-Digitalisierung hingegen bildet physisch vorhandene Objekte in ihrer Oberflächengeometrie wirklichkeitsgetreu nach. Die hier dargestellte 3D-Modellierung durch Fotogrammetrie kann also lediglich noch existente Objekte abbilden, ist also ein Teil der 3D-Retro-Digitalisierung. Durch die Nutzung von Fotogrammetrie wird also eine digitale Kopie eines real existierenden Objekts hergestellt. Man spricht von Postfaktum-Modellen. Das Modell wird erst im Nachgang des Originals geschaffen. Von der Bildserie zum 3D-Modell. Um mit Hilfe von Fotogrammetrie ein 3D-Modell erstellen zu können, braucht es zunächst eine Reihe von Fotografien des Objekts, welches in seiner Gesamtheit erfasst werden soll. Diese sogenannte Bildserie sollte mindestens 20 bis 30 Fotos umfassen, welche jeweils unter gleichen Lichtbedingungen und mit dem gleichen Abstand zum Objekt aus möglichst vielen Winkeln aufgenommen wurden. Der Prozess der Fotogrammetrie beinhaltet nicht nur die Erstellung eines virtuellen Modells auf Basis der Bildserie, sondern auch die anschließende Visualisierung, das heißt Übertragung des Modells in ein Präsentationsformat. So kann das Modell zum Beispiel in Webseiten eingebettet werden. All dies passiert mit der Hilfe einer Software. Aus der Bildserie werden relevante Informationen, so zum Beispiel Farbe oder Oberflächenstruktur, abgeleitet und es entsteht ein digitaler Datensatz zum Objekt. Damit aus dieser Datenpunktwolke zunächst ein sogenanntes Mesh und schließlich das 3D-Modell entsteht, müssen die Informationen gerendert, also abgebildet werden. Wie das genau funktioniert, zeigen wir Ihnen anhand des Praxisbeispiels in Video 2. Nach Erstellung des 3D-Modells kann dieses auch physisch ausgegeben werden, beispielsweise als 3D-Druck. In der persönlichen Kunstvermittlung können solche Reproduktionen unter anderem eine haptische Erfahrung für Menschen mit Sehbeeinträchtigung ermöglichen. Bei einem kritischen Blick auf die Methode aus der Perspektive der Digital Humanities und der digitalen Kunstgeschichte zeigen sich unter anderem folgende Herausforderungen. Es stellt sich die Frage nach der Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse. Welche Qualität haben die initialen Bildserien? Gerade bei heute nicht mehr existenten oder zugänglichen Originalen, also Objekten, gilt es, die Quellenlage kritisch und genau zu prüfen. Gibt es zum Beispiel wissenschaftliche Beschreibungen, die zum Vergleich herangezogen werden können? Auch sollten sich KunsthistorikerInnen die Frage nach Langzeitarchivierung sowie Sicherung der Verfügbarkeit stellen. Wenn zum Beispiel Software veraltet ist oder Webseiten nicht mehr erreichbar, können die Digitalisate nicht mehr abgerufen werden und gehen verloren. Noch sind in den gesamten Digital Humanities keine einheitlichen Dokumentationsstandards vorhanden. Im internationalen Austausch und der Forschungscommunity kommt es daher zu erheblichem Mehraufwand im Wissensabgleich. Somit muss auch noch die Frage nach nachhaltigen Dateiformaten im 3D-Bereich geklärt werden. Ein weiteres häufig auftretendes Problem sind die Rechte- und Lizenzierungsfragen bei einer möglichen Publikation. Speziell für die Kunstvisualisierung ergeben sich Herausforderungen bei der Erstellung der Bildserien selbst, auf deren Basis das 3D-Modell geschaffen wird. Das Handling der Kunstwerke, also der Transport, die Handhabung oder Lichteinflüsse beim Fotografieren, sind immer ein potenzielles Risiko. Wie die Fotogrammetrie in der Kunstvermittlung heute angewandt wird, zeigen wir Ihnen im zweiten Video-Tutorial, wo wir auch Schritt für Schritt erklären, wie Sie selbst ein fotogrammetrisches Modell erstellen können. Bei Anmerkungen, Fragen oder Feedback können Sie uns unter folgenden E-Mail-Adressen erreichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Es geht weiter im Video-Tutorial 2.